herzlich willkommen zurück zur ersten Folge des Actors and Mind Podcasts, dem Mindset-Podcast für Schauspieler. Mein Name ist Maike Döhling und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute erzähle ich euch ein bisschen was über mich und meinen Weg, damit ihr wisst, wie ich zu dem gekommen bin, was ich mache, warum ich als Coach für Schauspieler arbeite und was ich mit dem Podcast erreichen will. Aber wir fangen mal ganz vorne an, und zwar in meiner Kindheit. Ich wollte schon, seit ich denken kann, glaube ich, Schauspielerin werden, beziehungsweise hat es angefangen, dass ich Sängerin werden wollte als Kind. Aber auch da schon war es so, dass ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo ich mir aus unterschiedlichen Umständen nicht so richtig getraut habe, auch wirklich zu singen. Also es war einfach ein Traum, den ich aber auch da schon nicht so richtig gelebt habe. Aber das wandelte sich dann irgendwann dazu, dass ich Schauspielerin werden wollte. Ich weiß auch nicht mehr, warum und wann das genau war. Jedenfalls habe ich dann in der Schule, in der 8. Klasse, eine Theater-AG besucht und habe da dann endlich angefangen zu spielen und meinen Traum auch auszuleben. Und ich wollte tatsächlich immer die Hauptrollen spielen und ich habe sie auch sehr oft gespielt und das auch mit Erfolg. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich auf der Bühne was machen kann oder leben kann, was ich sonst in meinem Leben nicht so gelebt habe. Und ja, ich habe dann später auch mit Gesangsunterricht angefangen, habe jedes Jahr an einem Theaterstück in der Theater-AG teilgenommen und war in der Schulzeit sehr künstlerisch tätig und habe auch immer alles erreicht, was ich mir gewünscht habe. Also ich wollte zum Beispiel auch im Orchester die erste Geige spielen, das habe ich dann auch irgendwann erreicht. Dann, ich wollte Gesangsunterricht nehmen und vor Menschen singen, das habe ich dann auch gemacht und so. Also es lief irgendwie immer alles so und ich habe, da habe ich dann meine künstlerische Ader ausgelebt und wollte dann auch nach der Schule Schauspielerin werden, obwohl ich auch sehr gut in der Schule war und ein sehr gutes Abi hatte und alle meinten, ich könnte doch auch Psychologie oder Medizin oder was auch immer studieren, Jura. Und ich wollte das aber gar nicht. Ich hatte irgendwie überhaupt keine Lust auf Lernen und in der Uni sitzen und bin dann auf Schauspielschul-Vorsprechrunde gegangen und habe da schon gemerkt, dass das jetzt eine Herausforderung wird, weil ich gemerkt habe, dass ich mich irgendwie unter Druck setze, aber ich konnte das alles noch nicht so richtig greifen. Ich habe nur gemerkt, dass ich innerlich irgendwie nicht so ganz daran glaube, dass es klappt. Ich wusste aber nicht, woran das liegt und habe dann eine Weile vorgesprochen und bin auch mal immer mal wieder eine Runde weitergekommen und so, aber ich habe es halt nicht geschafft und nach 1,5 Jahren war ich dann in so einem Kurs, in so einem Schauspielkurs und habe den 2 Wochen mitgemacht und ich wusste tatsächlich nicht, dass der auch als Aufnahmeprüfung gilt und am Ende wurde ich auf einmal aufgenommen und wusste nicht mal, dass es eine Prüfung war und das war halt auch schon wieder so, ja, ich habe mir halt dadurch den Druck nicht gemacht und konnte halt einfach freier sein und einfach machen, was der Kurs verlangte und habe mir nicht so den Druck im Kopf gemacht und dann war ich eben auf der Schauspielschule. Das war dann auch keine leichte Zeit. Ich bin in Hamburg zur Schauspielschule gegangen, es war immer mal wieder so ein Auf und Ab, mal lief es sehr gut und mal auch wieder nicht. Und irgendwie hatte ich aber auch das Gefühl, ich werde so gebrochen in dem. Aber ich dachte auch, ja, das ist halt normal. Das ist so auf der Schauspielschule. Und habe aber auch viel gehört, ja, ich öffne mich nicht. Und in der Szene sieht man nichts und so. Und ich im Nachhinein, wenn ich jetzt heute darauf zurückblicke, weiß ich, dass ich mir halt auch da wieder sehr viel Druck gemacht habe. Und dann natürlich aber auch, ich hatte so einige Glaubenssätze, was ich heute weiß, dass ich halt nicht gut genug bin und es nicht wert bin und so weiter und habe mir die halt unterbewusst auch immer wieder bestätigt. Und ich dachte halt bis dahin immer, es geht alles mit Wille und Ehrgeiz, aber das ging halt in dem Moment nicht mehr. Und ich bin dann tatsächlich nach dem 2. Jahr von der Schauspielschule geflogen und das war für mich ein unfassbarer Schock. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da gerade passiert ist und ich glaube auch meine
Kommilitonen haben das nicht verstanden und ich hatte, glaube ich, auch einen richtigen Schmerz, den ich aber vergessen hatte, muss ich sagen. Und ja, da stand ich, war von der Schauspielschule geflogen, habe das auch lange nicht so richtig realisiert und verstanden und bin halt das erste Mal in meinem Leben so richtig gescheitert. Und habe dann auch gemerkt, es geht nicht alles mit Willen und Ehrgeiz. Das hat bis zu dem Zeitpunkt immer funktioniert und dann eben nicht mehr. Und ja, dann für mich stand klar, stand fest, dass ich trotzdem weitermachen will mit der Schauspielerei. Und dann begann eben eine Reise. Also auf dieser Reise bin ich das erste Mal Leuten begegnet, die mich gesehen haben und die mir geholfen haben, den Druck zu lösen und mich auch empowert haben in dem, was ich kann. Also meine Stärken gestärkt haben und nicht so sehr auf meinen Schwächen herumgedrückt haben. Und das war für mich ein Weg, wo ich auf einmal wieder meine Kraft gefunden habe und auch unfassbar viel gelernt habe. Ich habe dann auch gespielt am Theater und viele Kurzfilme auch gedreht, ein bisschen Werbung gemacht und so weiter, aber ich konnte nie so richtig davon leben. Und auch da war immer noch irgendeine Blockade drin, wo ich aber auch nicht wusste so richtig, woran das liegt und was ich jetzt machen kann. Und irgendwie wollte ich es dann auch nicht mehr so richtig mit Ehrgeiz. Und irgendwie war dann trotzdem dieser Ehrgeiz da. Und ja, wenn ich heute darauf zurückblicke, auf diese Zeit, weiß ich halt einfach, dass ich hatte totale Ängste auch, mich wirklich zu zeigen und abgelehnt zu werden. Und war einfach in bestimmten Bereichen blockiert und hatte auch Glaubenssätze, wie gesagt. Und ja, heute weiß ich, dass alles, was damals passiert ist, einfach Mindset war auch und also ein Mindset-Problem war. Und ja, nach vielen Jahren, ich habe dann auch noch mal studiert und bin dann irgendwann nach Berlin gezogen und habe da auch noch mal mein Glück als Schauspielerin probiert und war aber trotzdem irgendwann an dem Punkt, dass ich diesen Zustand einfach des Selbstständigseins und nicht davon leben Könnens nicht mehr haben wollte und habe dann einen Job angefangen als Bookerin und Casterin in einer Darstellervermittlungsagentur für Werbung und da habe ich wirklich viel gelernt und viel gesehen. Das ist der Job, den ich jetzt die letzten 4,5 Jahre gemacht habe. Und dazu kam, dass ich dann seit 3 Jahren ungefähr angefangen habe aus privaten Gründen, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich unglücklich bin oder unzufrieden bin und im Job mir auch viel Stress und Druck wieder gemacht habe. Also das ist auch so ein Thema, was sich durch mein Leben gezogen hat, immer wieder sich selber so viel Druck machen und dann habe ich auch angefangen, eben mich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen und habe sehr, sehr viel über mich gelernt und herausgefunden. Und das war für mich der Weg zur Lösung meiner Probleme. Also das habe ich ziemlich schnell am Anfang schon gemerkt. Ich habe da am Anfang nur einen Podcast gehört von Laura Seiler und habe dann eben daraus bin ich auch auf andere Menschen gestoßen und habe Bücher gelesen dazu, mir Filme angeschaut zu dem Thema und bin dann halt immer wieder so auf meine Themen gestoßen und habe mich dann auch irgendwann selber in Coachings begeben und so weiter. Und das war wirklich für mich der Weg aus diesem ganzen Mindset-Kreislauf, der bei mir einfach nicht gestimmt hat, hinaus. Und mit diesem ganzen Prozess haben sich dann Dinge angefangen zu verändern in verschiedenen Bereichen meines Lebens. Und ich habe mich einfach auch verändert und damit verändert sich aber auch das Umfeld. Und ja, ich habe tatsächlich jetzt in den letzten 2,5 Jahren mein Leben komplett auf den Kopf gestellt, weil ich gemerkt habe, dass einfach alles, was bis dahin in meinem Leben war, auf meinen alten Glaubenssätzen, Mustern und Ängsten aufgebaut war. Und wenn man so einen Prozess beginnt, dann verändern sich einfach so langsam die Dinge. Und der letzte Schritt war, dass ich vor 2 Monaten meinen Job gekündigt habe und den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe, weil ich in diesem ganzen Prozess eben auch rausgefunden habe, was ich wirklich machen will. Und ich habe auch in meinem, also ich bin total dankbar für den Job, den ich hatte die letzten Jahre und ich habe da auch total viel gelernt und das war für mich auch ganz wichtig, das Ganze mal nochmal von der anderen Seite zu sehen und
auch zu sehen, eben was ich als Schauspielerin falsch gemacht habe aus Caster-Sicht, weil ich ja dann eben diese Caster-Position auch hatte. Und ja, ich habe da natürlich auch unglaublich viel gelernt und deswegen bin ich dem Job auch dankbar. Und trotzdem hatte ich da auch irgendwann so eine Unzufriedenheit, wo ich gemerkt habe, so das ist es nicht und das ist auch nicht das, was ich auf Dauer machen möchte. Und da habe ich dann dieses Jahr eben den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Und ja, ich wusste schon länger auch, dass ich als Coach arbeiten möchte und habe auch immer wieder eher mehr oder weniger zufällig Freunde und Bekannte gecoacht. Und dieses Jahr wusste ich einfach, dass ich jetzt mich auf Schauspieler konzentrieren will, weil das mein Weg ist und weil das auch meine Leidenschaft ist, weil ich einfach schon seit meiner Kindheit mich mit der Schauspielerei beschäftige aus allen möglichen Perspektiven. Und außerdem bin ich jetzt seit ein paar Monaten in Coaching-Ausbildung und baue damit mein Wissen aus. Und ja, aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus dem, was ich als Casterin gesehen habe und auch was ich aus vielen Gesprächen mit Schauspielern erfahren habe, sehe ich einfach, dass der Erfolg eines Schauspielers so sehr von seinem Mindset abhängig ist. Und deshalb liegt es mir einfach am Herzen, so vielen Schauspielern wie möglich zu helfen, ihr Mindset so zu verändern, dass sie an ihre Ziele glauben und sie auch erreichen. Ja, mit dem Podcast möchte ich erreichen, dass noch viel mehr Schauspieler, als ich mit meinen Coachings helfen kann, erreicht werden und inspiriert werden und etwas für sich mitnehmen können für ihren Weg und ein starkes Mindset zu entwickeln, einzigartig zu sein und sich selbst erlauben, gesehen zu werden. Also lasst uns in der zweiten Folge einfach direkt mit dem ersten Interview loslegen, das ich mit der Schauspielerin Mandy Marie Marenholz geführt habe. Wir haben ein wunderschönes Gespräch über Schauspiel und Persönlichkeitsentwicklung geführt, also sehr passend zum Beginn dieses Podcasts. Und ich freue mich, wenn ihr da auch reinhört und uns vielleicht auch Feedback gebt. Und wenn der Podcast euch gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung, denn je höher der Podcast gerankt wird, desto mehr Menschen können wir damit erreichen. Und ja, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben, am besten bei Instagram @MaikeDöhling unter dem Post zur heutigen Folge oder auch einfach als Nachricht. Ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf alles, was auf dieser Reise kommt. Alles Liebe, eure Maike.